Hallo und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Wir haben zuletzt hier Dunfriss oder wie auch immer eingenommen und uns dabei für die Pikten entschieden. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie die weiteren Konsequenzen davon sind. Als wurden wir erstmal wieder zurückgeschickt nach Perth, wo wir uns ein paar Fälle wo wir dann mit dem König sprechen sollen. Es wird dann dieses, genau. Das war von dem Stein. Ichaweil, 43 bis 47. Der ist genauso gut wie ein selbstgecrafteter. Chance auf Bonusattacke ist aber gut. Das ist, glaube ich, die. Ja, eine der ersten Waffen, die tatsächlich sinnvoll sind. Wir hatten sogar einen höheren Crit-Wert. Okay. Kettenreißer, den können wir einfach mal zermatschen. Und damit wären wir hier auch durch und können wieder abziehen. Da müssen aber noch eine ganze Reihe Zonen sein eigentlich. Also ich meine, wir brauchen ja insgesamt 7 von diesen Steinen für diese Quest. Und ich glaube, es gibt ein Achievement mit 11 davon. Also, und wir haben jetzt erst 3, 4, 5, 6 Stück. Also da müsste eigentlich noch ein bisschen was sein. Und diese eine Quest fehlt uns ja auch noch komplett. Also hier diese letzte Expedition. Kehre zu Kaustantin zurück. Also gucken wir mal, was der Kaustantin dann noch für uns hat. Ich schätze mal, dass der uns dann nochmal weiterschicken wird. Ein Tag. Wir können hier einmal Lager aufschlagen. Okay, Pökeln. Der kann mal. Das ist zwar immer noch nicht genug, aber ich will noch mal gucken. Rüstung. Geht auf jeden Fall noch was. Okay, wir hatten einmal, dass das Lager zu schlecht bewacht ist. Vielleicht, weil der. Ne, keine Ahnung. Den müssen wir auf jeden Fall heilen. Jawohl. Und die kann dann auch wieder jagen gehen. Wir pökeln 31. Wir können hier aber auch noch jagen. Und da bückeln. Ja.
Haben wir alles? Lager aufschlagen. Gleich als du am Morgen aufstehst, du merkst du, dass etwas nicht stimmt. Du kannst aber nicht genau sagen, was. Nach und nach wacht dein Gefolge auf und versammelt sich zum Frühstück am Lagerfeuer und dann fällt es dir auf. Morkant ist nirgends zu sehen. Aha, es gehört nicht mehr zu deinem Gefolge. Sein Zelt ist fort, genau wie seine Ausrüstung. Er muss sich mitten in der Nacht weggeschlichen haben. Ah ja, weil wir die angegriffen haben. Hat ihn denn niemand gesehen, als er fortging? Alle Mann auf die Beine, wir ziehen nicht weiter, bis er nicht wieder da ist. Dein Gefolge verbringt einige Stunden damit, die Gegend nach Hinweisen abzusuchen, aber es fehlt jede Spur. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Mensch das Zeug dazu hat. Wir sind in seinen Augen zu weit gegangen. Irgendwann reicht es eben jedem Mal. Naja, gut. War jetzt auch kein Verlust. Dann, na, da brauchen wir nicht hin. Reisen wir mal weiter. Finguala abwesend, abwesend. Okay. Wir könnten jetzt auch nochmal durchgehen, das nochmal, wenn wir jetzt die Quest abgegeben haben. Und die ganzen Dings uns nochmal anschauen, die Skills verteilen und so. Da sollten wir wieder einiges an Punkten haben. Dahin. Mal gucken, ob der uns jetzt noch mal woanders hinschickt. In Kaustantins Halle geht es zu wie in einem Bienenstock. Diener und Boten kommen und gehen und mehrere Gruppen aus Clan-Anführern führen strategische Diskussionen. Trotzdem wirst du beim Betreten direkt zu Kaustantin geführt. Cordano, es ist nicht nötig, mir von deinen Taten bei Dun Frist zu erzählen. Meine Boten haben mir bereits alles berichtet. Gute Arbeit, wirklich gute Arbeit. Aiblin hat einen guten Kampf geliefert, trotzdem haben wir sie geschlagen. Ich wünschte, eine friedliche Lösung wäre möglich gewesen. Natürlich, aber ein entscheidender erster Angriff war nötig, um den Krieg zu beginnen. Es ist gut, dass Aiblin überlebt hat. Sie wird bald einlenken und ich bin mir sicher, dass wir dann einen Weg finden, von ihrer Leidenschaft und der Beliebtheit bei ihrem Volk zu profitieren. Ja, ist doch gut. Meine Armee marschiert bereits auf die northumbrische Grenze zu. Möglicherweise überrascht es dich nicht, dass ich eine neue Bitte habe. Ich hoffe, ihr wollt nicht, dass ich in erster Linie mitkämpfe. Ich freue mich auf die nächste Herausforderung. Ja, das dachte ich mir. Ich bin sehr froh, dich auf meiner Seite zu haben. Ich habe Grain vorausgeschickt, um einen wichtigen Posten zu sichern. Eine große Höhle im Hochland, gut gelegen an der Straße nach Northumbrien. Triff sie dort. Sie wird dir erklären, was von dir verlangt wird. Bevor du gehst, möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Domnall? Kaustantins Sohn kommt auf dich zu. In den Händen hält er einen Speer mit roten Markierungen. Mit ausgestreckten Armen überreicht er ihn dir. Das ist Gay Dark, ein legendäres Erbstück unserer Familie. Das war der Speer von Diarmuid Uiduipnö, den er von Angus erhielt. Laut Legende kann er jede Magie zerstören, die er mit seiner Spitze berührt. Vielen Dank, Eure Majestät. Das ist ein edles Geschenk. Der König sieht zufrieden aus. Das ist es. Möge er dir in kommenden Schlachten gut dienen. Jetzt geh, triff Grain in den Hochlandhöhlen. Meine Armee braucht erneut deine Hilfe. Mit Gewalt hindurch. Fort des Dickichts haben wir abgeschlossen. Black ist hier auf der Karte aufgedeckt.
Sumpfland auf der Karte aufgedeckt. Ja, okay, da kommt jetzt wohl einiges. Bottichs Dickichts abgeschlossen. Mit Gewalt hindurch. Mit Gewalt hindurch. Dann gehen wir mal wieder. So. Dieser Felsbrocken weht im Wind. Bevor wir aber dahin paddeln oder laufen, werden wir erst noch hier einkaufen. Aber genau, das hier sind halt nicht die besten Preise. Wie gesagt, es ist halt nur vom Ruf abhängig. Alles, was da steht, ist Mumpitz. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Holz. Wir haben hier noch 5 Tage, bis das nächste abgeschlossen ist. Ja, und Sklaven könnten wir theoretisch brauchen. Aber dann werden wir gerade mal nach Orkneia reisen. Und dort einkaufen gehen. Die Wellen sind ruhig und die Dreki kommt nur langsam voran. Plötzlich schreit Una auf. Ich hab einen! Una hatte eine Weile Achtern ihre Angel ausgeworfen. Jetzt stemmt sie sich mit beiden Beinen gegen die Planken im Kampf mit einem enormen Meerestier. Ich lasse dich nicht entkommen, du fetter Bastard! Una ringt lange mit dem Fisch und erntet Jubel und Ermutigungen von allen. Glücklicherweise ist der Fisch der Ausdauer von Una nicht gewachsen, sodass sie ihn bald ins Schiff ziehen kann. Alle jubeln und Gunnar beginnt gleich damit, den Fang auszunehmen und haltbar zu machen. Ja, es wiederholt sich halt schon so ein bisschen. Aha. This island is perfectly situated to muster an invading force. You chose well in coming here. Ja, eigentlich will ich nur handeln. Hier hat man nicht so ein Steinchen. Moment, dann probieren wir das mal aus. Ob man hier weiterhin den Handel quasi kaputt machen kann. Wir tauschen Felle gegen Rohmaterial. Das ist 1 zu 1. Dann haben sie das, glaube ich, behoben. Oder der Preis ist ja einfach gefallen. Dann müsste ich mal einen anderen Spielstand laden. Das ist jetzt nur Nahrung. Igil. Ein unbekannter Krieger hat von der Spitze der Klippen beobachtet, wie sich die Dreki genähert hat. Jetzt läuft er dir entgegen, während er den Kopf respektvoll gesenkt hält. Er ist etwa Ende 20 und in eine abgenutzte Rüstung gekleidet. Auf seiner Wange prangt eine scheußliche Narbe, die ein Speer einmal dort hinterlassen hat. Seine Gesichtszüge kommen dir entfernt bekannt vor. Jarl Cordana, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Geschichten von deinen Taten sind weit gereist. Sind wir uns schon begegnet? Wie heißt du? Mein Name ist Igil.
Und wenn wir uns schon begegnet wären, würde ich mich daran erinnern. Warst du schon einmal in Skjern? Sein Blick als überrascht zu bezeichnen, wäre untertrieben. Ja, aber ich bin sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind. Ich habe im Wald von Skjern mein Lager aufgeschlagen, als ich zur Mannschaft des Schiffes unterwegs war, das mich herbrachte. Ich glaube, dass ich deinem Bruder begegnet bin. Ich hatte ihm gesagt, dass du tot bist. Igel reagiert mit einem verwirrten Lächeln, aber zum Glück scheint er nicht wütend zu sein. Warum hast du ihm das gesagt? Dein Bruder hat nach dir gesucht. Ich habe einen toten Mann unter dem Schnee gefunden, der ein Schwert in Händen hielt, das Leife als das deine identifizierte. Er denkt einen Moment lang nach, dann nickt er. Das muss Thorgaute gewesen sein. Ich habe ihm sein Schwert abgekauft, weil meines alt und abgenutzt war, und er brauchte Silber. Für mich war es ein sehr gutes Geschäft, aber es klingt, als hätte ihm mein altes Schwert nicht sonderlich gut gedient. Dann solltest du vielleicht heimgehen und nach ihm suchen. Lass ihn wissen, dass du nicht tot bist. Das werde ich machen, aber zuerst muss ich dir etwas sagen. Rede weiter. Ich kam auf dem Langschiff Garagas und einer Besatzung aus Westfold her. Wir haben den Großteil des vergangenen Sommers damit verbracht, die Kelten an den Küsten im Westen zu plündern. Das war sehr profitabel. Auf dem Rückweg nach Orkneia hat uns das Glück schließlich verlassen. Während wir in einer Bucht gelagert haben, wurden wir hinterrücks von einigen Pikten überfallen, die zu allem Überfluss auch noch die Gragas verbrannten. Wir schafften es zwar, die Angreifer in die Flucht zu schlagen, aber ohne Schiff waren wir gezwungen, Piktland zu Fuß zu durchqueren. Dabei hatten wir weit mehr Schätze, als wir tragen konnten. Nach ein paar Tagen fanden wir die Küste weiter runter eine Höhle, in der wir sämtliche Beute unserer Raubzüge brachten. Der Than und seine Bannerträger blieben ein paar Tage in der Höhle, um Fallen aufzustellen. Während der Rest von uns draußen rastete, dann kehrten wir hier zurück. Warum erzählst du mir das? Weil ich keinem dieser Bastardare traue. Jedes Mitglied dieser Besatzung ist ein gieriger, egoistischer Vikusonne und mich eingeschlossen. Jeder von ihnen sucht wahrscheinlich schon nach einem Schiff, damit er zur Höhle zurückkehren und sich die Beute unter den Nagel reißen kann. Ich würde wahrscheinlich das gleiche planen, aber das Glück hat mich verlassen. Auf dem Weg durch Pickland wurde ich am linken Arm verletzt und jetzt kann ich kein Schild mehr halten. Stattdessen könnte ich dir die Position der Beute verkaufen, wenn du willst, für 200 Ortux-Silber oder was auch immer du von ähnlichem Wert hast. Mit dem Geld werde ich nach Hause zurückkehren, einen Hof kaufen und meine Familie gründen. Wenn du die Höhle vor meiner alten Mannschaft erreichst, findest du dort einen Schatz, der 5-mal so viel wert ist. Woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Ein Mann ist nur so gut wie sein Wort. Ich schwöre auf Balder, dass ich die Wahrheit sage. Okay, ich nehme dein Angebot an. Danke, das lindert meinen Schmerz bei der Erinnerung daran, wie viel ich aufgebe. Ein wenig. Bring dein Schiff zu der Bucht, an dem der Tai in Richtung des Sitzes des piktischen Königs fließt, und folge der Küste eine ganze Zeit lang. Geh Norden. Irgendwann kommst du zum Zufluss des D und kurz darauf zu einem weiteren Fluss namens Don. Folge diesem Fluss ins Landesinnere, bis du dich in einem Flusstal wiederfindest. Igel beschreibt dir die Landschaft bis ins kleinste Detail und erklärt dir, wie du die Höhle erreichst, in die der Schatz versteckt ist. Es ist ein dünn besiedeltes Land, sodass du dir wahrscheinlich keine Gedanken um die Pikten machen musst. Aber wie ich gesagt habe, es könnte ein anderer Mitglied meiner alten Mannschaft dort sein, um sich den Schatz selbst zu holen. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Fallen. Ich war nicht da, als sie aufgestellt wurden, also weiß ich auch nichts über sie. Aber das Aufstellen hat lange gedauert, sie müssten also ziemlich aufwendig sein. Ich wünsche dir viel Glück beim Bergen des Schatzes. Mir wäre es lieber, du bekommst ihn als jemand aus meiner alten Mannschaft. Danke, Igel. Ich wünsche dir auch viel Glück auf deiner Heimreise. Wenn du diese ganze Sache nur erfunden hast, mache ich dich zu einem Geächteten. Du wirst nie wieder sicher sein. Viel Glück auf deiner Heimreise. Er senkt wieder den Kopf. Ich werde meinen Bruder finden und ihm sagen, dass ich lebe. Vielleicht werden wir uns in Skjern wiedersehen. Fundsachen. Ganz cool. Und Sachen. Dann würde ich sagen, nehmen wir das als nächstes in Angriff. Dann teste ich das gerade mal anders aus. Ich speichere jetzt hier mal. Ork. Eigentlich mit K, aber ist egal.
Weil wo wir ja auf jeden Fall den guten Preis noch haben sollten, wäre zu Hause. Ich werde das hier dann auf jeden Fall gleich wieder laden. Aha, überschwemmte Höhle. Ich paddel jetzt mal dahin und werde dann auf jeden Fall wieder laden. Ich nur mal gucken, ob der Preis, ob der Handel da noch so... Ja, schön. Tschüss. Ob der Preis immer noch so kaputt ist, dass man das komplett ausnutzen kann. Oder ob die da quasi ein Cap gesetzt haben. Dass es nicht unter 10 fallen kann. Ja, ist auch genauso kaputt. Also hier können wir jetzt theoretisch... Moment, ist der falsche. Tschüss. Dann hat der die. Genau. Da könnten wir jetzt wieder Rohmaterial in Felle tauschen. Jetzt haben wir 74 Felle bekommen. Und diese 74 Felle können wir jetzt wieder zurück in noch mehr Rohmaterial tauschen. Also das ist noch genauso kaputt wie vorher, da wurde auch nichts gefixt. Laden wir wieder. Aber ich werde da ja jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht zurückkommen. Dann werden wir das jetzt hier zu den schlechteren Preisen einkaufen. Die Felle hole ich mir mal. Das ist schon teuer. Natürlich, wenn wir das hier bezahlen. 9 gegen 9. Und ja. Aber der hatte kein Holz im Angebot. Und der ja hatte aber keine. Na. Der hat auch kein Holz im Angebot. Das ist ärgerlich. Mal gucken, ob wir nochmal mit dem reden können. Nö. Jetzt haben wir noch 4 Tage verbleibend, dann müssen wir auf jeden Fall bald nochmal in die Stadt und dann da Holz kaufen. Damit wir das nächste starten können. Gut, dann werden wir aber erstmal in die, also zur Höhle fahren. Elf Stunden, ein Tag. Überschwemmte Höhle. Es herrscht starker Wind, da läuft ein Schiff plötzlich auf eine Sandbank. Das Schiff plötzlich auf eine Sandbank auf. Ein verzweifelter spitzer Schrei ertönt. Mann über Bord! Eifi ging über Bord und ihr entfernt euch immer mehr von ihr. Wendet das Schiff. Ihr wollt euch die Segel zu hissen und der Ruder einzuziehen. Die Dreke ist leider nicht das schnellste Schiff, das echt hinter den scharfen Kehrtwände. Es dauert eine Weile, bis ihr Eifi erreicht habt. Aber schließlich schafft ihr es, sie zurück an Deck zu ziehen. Ja, Aslife wirft Eifi schnell in Decke über, mit klappernden Zähnen dankt ihr Eifi ausgiebig. Dankt dir Eifi ausgiebig. Hat etwas gedauert, aber danke. Ja, verletzt. Hatten wir aber auch schon mindestens einmal.
Die Höhle ragt nicht allzu tief in den Fels hinein. Ein hohes Felsplateau in der Nähe des Höhleneingangs erweckt den Eindruck, dass man von dort aus vielleicht tiefer in die Höhle hineinkommen könnte. Das muss die Höhle sein, von der Igil gesprochen hat. Und da ist auch das Felsplateau, das er erwähnt hat. Da muss man wohl mit Seilen hoch. Der Felsvorsprung über euch ist zu hoch, um hinaufzuspringen. Allerdings entdeckst du an ihm einige mögliche Fixpunkte für ein Seil. Die Felsen hier sind nass, rutschig und mit Algen überwuchert. Geschicklichkeit haben wir 6. Seilwerfen. Fehlgeschlagen. Du knotest eine Schlinge in das Seil und wirfst es immer wieder zu den Stalagmiten auf der Felsspalte hinauf. Doch du schaffst es nicht, dass die Schlinge irgendwo hängen bleibt. Hinaufklettern. Du hältst dich an einem nahen Felsvorsprung fest und kletterst vorsichtig nach oben. Ungefähr auf halbem Weg nach oben verlierst du den Halt, instinktiv greifst du nach irgendetwas an der Felswand und verlagerst dein Gewicht nach vorn. Dein Überkörper schlägt schmerzhaft gegen die unregelmäßig gezackte Felswand, doch du schaffst es, dich an einem kleinen Vorsprung festzukrallen, sodass du nicht abstürzt. Oben angekommen, stößt du dich röchelnd und hustend auf die Felsspalte ab. Deine Verletzungen machen dir das Atmen schwer. Naja, wurscht, ob sowieso oben. Von dieser hohen Warte aus kannst du erkennen, dass die Höhle tatsächlich noch weiter in den Fels hineinragt. Du nimmst in der Nähe einen Luftzug wahr, ein Seil sichern. Befestigt ein Seil an einem der größeren und stabileren Stalagmiten und lässt dann das Seil zu deinem Gefolge herunter. Einer nach dem anderen klettert zu dir auf das Felsplateau hinauf. Am Rand der Höhle führt ein scheinbar bodenloser Schacht in die Tiefe. Da kommt wohl der Luftzug her. Er ist breit genug für eine Person, zumindest soweit du es sehen kannst. Untersuchen. Du trittst einen losen Stein in das Loch und als er dann an den Felswänden abprallt, hallt das Echo durch die Höhle. Du spitzt die Ohren und bemerkst, dass der Stein immer schneller von den Felswänden abprallt, woraus du schließt, dass der Schacht nach unten hin schmaler wird. Kurz darauf scheint der Stein liegen zu bleiben und das Getöse der Wellen vor dem Höhleneingang übertönt jedes andere Geräusch von unten. 5 Seil verbrauchen und festbinden. Du knüpfst ein paar Seile zu einem langen Seil zusammen und bindest es an einem großen Stalagmiten neben dem Schacht fest. 6 Schmieröl verbrauchen und sich einreiben. Ihr ölt großzügig eure Kleidung und eure Rüstung ein. Es ist nicht angenehm, aber so müsstet ihr keine Probleme haben, euch durch die schmale Öffnung zu quetschen. Ketil grinst Aidis schelmisch an, die Schwierigkeiten hat, eine Stelle an ihrem Rücken zu erreichen. Na, kann ich dir helfen, Aidis? Aidis zuckt zurück und faucht. Fass mich bloß nicht an! Alle lachen herzhaft. Runterklettern. Langsam lässt du dich in den Schacht hinabgleiten und auch als der Schacht enger wird, hast du dank des Öls auf deiner Kleidung keine größeren Schwierigkeiten, dich durchzuzwängen. Sobald du es aus dem Schacht geschafft hast, fällst du ein kurzes Stück und dein Seil kommt neben dir am Boden auf. Oh, ja, da jetzt alle beisammen sind, könnt ihr euch endlich gründlich umsehen. Du findest ein paar benutzte Fackeln, die du anzündest, um mehr zu sehen. Auf der anderen Seite des Beckens stehen auf ein paar Felsen mehrere Truhen. Außerdem scheint sich hier jemand längere Zeit aufgehalten zu haben. Die Reste eines üppigen Mahls und ein wenig Bettzeug liegen noch herum. Okay, wir können aber wieder hoch. Wir sollten zuerst den Schatz bergen. Ja, okay. War da nicht was mit Fallen? 15.000. Okay, nehmen wir mit. Als ihr gerade die letzte Truhe ausräumt, hört ihr auf der anderen Seite des Raums Wasser spritzen. Einige Normannen steigen aus dem Becken. Hey, wer seid ihr? Was macht ihr da? Sie ziehen in einer dramatischen Geste ihre Schwerter und kommen ein paar Schritte näher. Das ist unsere Höhle und unser Schatz. Glaubt ja nicht, ihr könnt hier so einfach hereinplatzen und euch bedienen. Ich hätte da einen Vorschlag. Ich gebe euch einen Teil des Schatzes und ihr lasst uns ziehen. Ein Teil meines Schatzes, meinst du wohl? Ersauf im Meer! Hinter ihm werfen sich 2 Begleiter fragende Blicke zu. Einer von ihnen zuckt mit den Schultern.
Was haltet ihr beiden da hinten davon? 25 Ortok Silber für jeden, wenn ihr verschwindet. Zusätzlich dürft ihr all eure Gliedmaßen behalten. Wieder sehen sie sich fragend an, doch dieses Mal nicken beide. Bevor ihr Anführer sie aufhalten kann, kommen sie angelaufen, um sich die angebotenen Preziosen zu holen. Sie stopfen sich die Taschen voll, dann rennen sie zurück zu dem Becken, aus dem sie aufgetaucht sind. Der Anführer schreit ihnen wütend hinterher. Was macht ihr denn da, ihr untreuen Scheißkerle? Kommt gefälligst zurück! Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, ob die da noch irgendeine Animation abspielen oder so. Aber da tut sich gerade nichts mehr. Ah. Als ihm klar wird, dass seine Befehle ignoriert werden, wendet er sich wieder zu dir zu. Was soll's? Auf ein paar Ortok-Silber kommt es mir nicht an. Aber du wirst sterben dafür. Na, das bezweifle ich aber. Hä? Wieso habe ich denn... Okay, kann ich den denn so überhaupt... Ja, alle kann man treffen. Bringen wir sie mal nicht um. Ja, ist jetzt nicht so doll. Ist halt weit weg. Machen wir das so. Mhm. Halfstein. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt auf die zuzulaufen. Das heißt, ich warte jetzt hier einfach ab. Exponier. Ja, und der kommt natürlich nicht an den ran. Das ist aber eigentlich egal, weil dafür können wir jetzt tatsächlich mal diese Fähigkeit benutzen, dass wir einen zusätzlichen Angriff bekommen. Ganz gereicht hat es noch nicht. Ich glaube, der kann auch nicht geblockt werden, der gezielte Schuss. Meine ich, sowas gelesen zu haben, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Fundsachen. Neues Ziel, Höhle verlassen.
Hochklettern. Ah. Das Wasserbecken ist zunächst recht flach, wird aber schnell tiefer. Unter Wasser führt ein Tunnel weiter in die Höhle hinein. Das Wasser hat eine etwas unangenehme Färbung und riecht abgestanden. Führung 4. Situation erklären und einen guten Schwimmer bitten, sich freiwillig zu melden. Ich mach's. Ich kann länger meine Luft anhalten als jeder andere, den ich kenne. Gunnar verschwindet für eine Weile, taucht aber schon bald wieder außer Atem auf. Als er den Weg beschreibt, den er getaucht ist, bist du zuversichtlich, dass es alles auf die andere Seite schaffen können, ohne dass ihnen die Luft ausgeht. Gunnar beschreibt dir die Windungen und Abstände auf dem Weg zur anderen Seite. Als sich alle den Weg eingeprägt haben, taucht einer nach dem anderen ab. Das Wasser ist dunkel und du bemerkst nicht genau, wohin du tauchen musst. Erkennst nicht genau, ja. Du verlässt dich einfach auf die Beschreibung, die Gunnar dir gegeben hat, und schon bald tauchst du auf der anderen Seite der Höhle auf. Yay! Okay. Ice Life blickt zurück auf den Weg, den ihr gekommen seid. Wir sollten uns vergewissern, dass wir alles haben, bevor wir gehen. Ja, haben wir. Hinunterklettern. Aber mit Fallen war ja jetzt hier mal gar nichts. Der Fallenskill ist damit nach wie vor ziemlich, naja, eigentlich sinnlos. Fundsachen abgeschlossen. So, jetzt sollen wir nach Perth zurück. Ach, da können wir jetzt auch gar nicht mehr hin. Nach York. Ein Tag oder 2 Tage und dann noch mal. Ne, ich mach das hier. Als der Morgen dämmert, bemerkst du, dass ein anderes Schiff euch langsam einholt. Noch ist es nur eine Silhouette am Horizont und voraus liegen Nebelbänke wie eine Decke auf der ruhigen See. Anhalten und warten. Als das andere Schiff euch einholt, wird es klar, dass es sich um ein anderes nordisches Langschiff handelt und das Segel trägt die Farben eines Clans, der mit Jelling verbündet ist. Sobald sich das andere Schiff in Bogenreichweite befindet, beschießen sie euch mit Pfeilen. Svala und Una werden beide getroffen, dein Gefolge erwidert alsbald das Feuer. Das Platschen der gefallenen Gegner sagt dir, dass ihr einige erwischt habt, bevor die gegnerische Mannschaft beschließt, dass es nicht wert ist. Ihr kleines, wendiges Schiff macht schnell Kehrt und flieht unter vollen Segeln. Ne. Okay, nicht so gut. Ist falsch. Das heißt, ich muss jetzt wieder neues Holz kaufen. Und ein paar noch 10 Felle, glaube ich. Oh, sorry. So. Kaufmann. Sag mir, was du im Angebot hast. Der hat da leider nix. Tschüss. Der hat Felle. Guck mal, ein paar Rationen für
geben. Felle. Und Holz hat er auch. Ne, wir brauchen aber nur noch 5, glaube ich. Und dann holen wir uns Holz. Ja, quasi. Moment, sind Rationen und Holz nicht. Moment. Rationen. Holz ist gleich viel wert. Also hier funktioniert es auch schon quasi wie kaputt. Also wir könnten jetzt hingehen und das Holz dann gegen 110 Rationen tauschen oder so. Ja. Wir haben auf jeden Fall genug Holz jetzt wieder. Und wir können noch... Gucken, ob jemand den Kram haben will. Oder war das sogar der andere? Der vorhin, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ne, nimm den nicht an. Kann sein, dass der Schmied die nimmt. Wir auch mehr für. Wir verkaufen das einfach gegen sein ganzes Geld. Ja, und dann haben wir hier auch schon wieder alles erledigt und können auf der Weltkarte weiterreisen. So, und da haben wir jetzt einige neue Orte dazu bekommen. Das hier zum Beispiel, eine Berghöhle. Zeigt das schon irgendwo hin jetzt? Ne. Schlucht. Also, dass das eine falsche Anzeige war, weil da ja auch was stand mit Sumpfland. Und Sumpfland hatten wir ja schon offen. Quasi für den Fall, dass man da nicht vorher schon war, weil man dann nicht mehr durch York dahin geschickt werden würde, dass die das dann für einen aufgedeckt haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben auf jeden Fall jetzt nur das eine Ziel, in die Hochlandhöhlen, also da runter zu ziehen. Ansonsten ist auch nichts neu gekommen. Besetzt, dann würde ich sagen, machen wir die noch kaputt, sammeln das hier ein und dann reisen wir darüber.
So, erstmal die Bogenschützen. Der hier ginge. %58 ist jetzt aber auch nicht besonders doll. Naja, probieren wir. Okay. Als Bonus könnte der zweite ruhig auch noch treffen. So, der wird wahrscheinlich nichts treffen können. Ja, wir könnten da hin und rüber schießen. Wie weit kann denn der laufen? 5. Okay. Das so machen. Der hier macht Interrupt. 1, 2, 3. Und die anderen, die stellen sich quasi nur so zur Abschirmung da auf. Und dann lasse ich die Gegner ziehen und dann laufe ich weiter nach vorne. Sauber. Was? Habe ich mir wohl verzählt. Naja, gut, dann sind sie auch schon ziemlich alle im Eimer. Ja. Gunnar. Können wir in dem Fall statt dem Doppelschuss lieber den Gunnar nochmal ziehen lassen? Jetzt werde ich das auch wieder los. Ja, und der Rest kann eigentlich jetzt auf den drauf stürmen. Ja, man könnte quasi auf allen Leader machen und dann einen mit zwei Äxten ausrüsten und dann in einem Zug einfach mit allen diese zusätzliche Aktion durchführen. Aber die Laufgeschwindigkeit ist natürlich trotzdem ein limitierender Faktor. Also so wahnsinnig sinnvoll wird das immer noch nicht werden. Ja, heilen. 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 Und heilen. Falsch. Und nochmal heilen. Der ist fertig. Infektion. Mhm.
Pökel, 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 Pökel. Und ich kann halt nicht jagen, weil es kaputt ist. Bei dieser Rast wird Fleisch verderben. Da lässt sich aber jetzt auch nichts gegen machen. Meine Pökelkapazitäten sind erschöpft. Ach so, ich wollte auch meine Skills erhöhen. Das habe ich auch ganz vergessen. Naja, Lager aufschlagen. Ja. Als dein Gefolge am Morgen zusammenpackt und die Abreise vorbereitet, bemerkst du ein Loch in einem der Säcke. Du überprüfst die darin verstauten Rationen, bemerkst, dass das meiste davon Nagetiere zum Opfer gefallen ist. Der halbe Inhalt muss weggeworfen werden. Das war zwar nicht der Morgen, aber meinetwegen. Mhm. So, dahin. Das hier nehmen wir mit. 14 Holz, schön. Dann machen wir gerade noch Skillverteilung. Da haben wir ja doch jetzt eine ganze Reihe von ganze Reihe von Skillpunkten. Annulliert alle positiven Effekte. Aha. Inwiefern soll das gut sein? 23 bis 30, 20. Crit weniger. Er ist leider nicht so gut. Okay, dann steigern wir mal. Also wirklich fast nichts mehr übrig. Hier hatten wir noch abgehärtet. 10 Trefferpunkte, das muss natürlich, das hatte ich vorher vergessen. Dann können wir Nachteule noch mitnehmen. Und Dickhäutig können wir noch mitnehmen. Ja, da ist dann wirklich schon ziemlich nichts mehr. Das ist jetzt Gunnar. Ja, gehen wir die Sachen mal durch. Hinterrücks. Ach so, Gunnar hatte ich auch noch den Schild. Machen wir den auch noch voll. Das war der andere Rechner. Dann ausweichen. Dann hat er keine Punkte mehr. Okay. IDs. Da haben wir Fechtkunst noch irgendwo. Dann Nachteule. Es ist alles, was schon eigentlich ziemlich sinnlos ist, aber. Ja, und da gibt es jetzt wirklich nichts mehr, was ich noch irgendwie brauchen könnte, außer vielleicht hier tiefer Schlaf kann man halt noch nehmen. Wann das? Tiefer Schlaf. 10. Oder aber. Ich mache hier auch noch den Kampf mit zwei Waffen. Geschicklichkeit 4. Dann macht die das nicht. Ja, ist alles äußerst sinnlos.
Weiter pökeln. Ist auch sinnlos eigentlich. Oder wir machen halt tatsächlich hier das mit Führung, dass sie das auch noch bekommt. Aber das sind eigentlich massiv verschwendete Punkte. Ich lasse es einfach jetzt. Da sehe ich keinen Sinn mehr, irgendwas zu steigern. Nefja, blutdürstig. Ja, dann haben wir noch. Die hat auch nichts mehr, was sie noch irgendwie sinnvoll lernen kann. Ja, ist absolut nichts mehr. Kittil hat auch absolut nichts mehr. Doch, der könnte noch. Der könnte noch Schild lernen, um halt da besser das blocken zu können. Von 5. Dann Aslife. Der hatte Blöße, was macht bei ihm eigentlich keinen Sinn. Blutrausch. Ja. Ach, das hatte ich bei den anderen aber auch übersehen. Das können die auch noch mitnehmen. Das war auch nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber. Kann man noch mitnehmen. Und bei Gunnar. Ah, der hat nichts mehr. Okay. Dann machen wir das da später noch. As live, der Nachteule. Und die letzten 17 Punkte kann er auch nicht mehr mit anfangen. Ist einfach nichts mehr. Außer, wenn wir ihn jetzt auch auf die Schleuder setzen würden. Dass der halt. Aber das ist eigentlich der einzige sinnvolle Skill, den er da mit Schleuder nutzt. Hier der. Streuschuss innerhalb eines Zweigs des breiten Kegels, der maximal erhält mit 75%iger Effekt geplagt. 50% geblendet. Die Debuffs sind in dem Spiel einfach komplett sinnlos. Deshalb. Öl, das Ziel exhaled, die angrenzenden Felder verteilt. Charaktere im Bereich erhalten den Schutzeffekt brennbar. Brennen hält doppelt so lang an. Bis dahin sind die sowieso alle tot. Das ist Mumpitz, sinnlos. Den könnte man theoretisch auch auf diese zwei Waffen setzen, dass wir da dem dann zwei Schwerter noch geben. Aber dafür sind jetzt die 17 Punkte auch zu wenig. Und bis ich genug Punkte habe, ist das Spiel vorbei. Vermute ich. Ja, dann ist es immer auch soweit fertig, denke ich. Gunnar kann auch dickhäutig brauchen. Ja, bei Gunnar fehlt noch ein bisschen was. Dickhäutig, Nachteule und welche von hier oben. Naja. Ja, weil wir da halt den Schild auch noch mit trainiert hatten. Da war ein bisschen mehr. Naja, okay. Dann gehen wir mal rüber zur Berghöhle. Zip, 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 zip. This is an excellent position to defend. I can see why the Picts chose it. From here you could strike with impunity at any passing army. Jo, allerdings werde ich jetzt hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir uns das beim nächsten Mal ansehen. Also, bis dann!